Eine Aufgabe für Sie. Schreiben Sie jetzt ein Programm, ganz ähnlich wie oben, das jetzt aber nicht die Zahlen von 1 bis 100, sondern die Buchstaben, die kleinen Buchstaben von A bis Z in eben eine Datei schreibt. Ja, wie kriegen wir das mit dem A bis Z hin? Zeige Ihnen das gerade, wie es geht. Es gibt eben die Funktion CHR. Character, die eine Zahl in einen Buchstaben umwandelt. Und zwar nicht irgendwie willkürlich, sondern gemäß der ASCII-Tabelle. ASCII-Tabelle können Sie sich gerne eben hier einmal anschauen. Ja, Sie sehen eben, das ist die große Tabelle, wie Bit-Kombinationen in Buchstaben umgewandelt werden. Und Sie sehen eben hier, die 97 entspricht dem A, 98 dem B und so weiter und so weiter. Und die 122 dem Z. Ja, wie können wir das jetzt ausnutzen für uns? Ich mache das nochmal vor. Ja, wenn ich eben hier reinschreibe, print char von 96. Ja. Ah, 97 muss ich dann vielleicht reingeben. Dann sehen Sie, ist das ein A? Ja, wenn ich ein 98 reingebe, ist es ein B. Mit der Information können Sie jetzt eigentlich das Programm von eben nehmen und wir probieren das Ganze entsprechend zu kombinieren. Ja, ich nenne das jetzt aber Buchstabentext. Ja, SF. Dann brauchen wir jetzt einen Range, der bei 97 anfängt. Und bis 122 läuft, also 123 ist die Obergrenze, die nicht mehr dazu geschrieben wird. Und wir machen jetzt eben auch nicht ein str von i, also kein Stringcasting, sondern wir schreiben die Funktion character i hierhin. Das hintere brauchen wir nicht. Jetzt gucken wir, ob es funktioniert. Sie sehen eben, hier ist eine Datei Buchstabentext entstanden. Wenn wir die öffnen, sehen Sie von A bis Z. Alle Buchstaben sind da reingeschrieben worden.